dem Café-Simulator. Patsch. Ist ein bisschen leise. Okay, der Trailer war ein bisschen kurz und knackig. Wir gehen mal gucken, was uns erwartet. Sieg, ein wunderschön, wunderschön dir. So, dann würde ich mal sagen, herzlich willkommen zu Taleside. Da ich dieses Mal wusste, dass wir spielen, konnte ich das zum Glück schon ein bisschen vorab einstellen. Sie sehen nun Taleside. Und damit wir den Sound nicht doppelt haben. Zack. Wunderbar. Wir starten Taleside. In diesem Playtest gibt es das Innenleben der Café-Area. Kaffeebrauen, ein Latte-Art-Minigame. Die ersten Charaktere werden vorgestellt. Dekorationsoptionen, kleine Gäste. Die ersten 10 Level des Spiels, ungefähr 20 Minuten Gameplay und ganz, ganz viele Hinweise auf das, was noch kommen wird. Ihr müsst immer bedenken, 20 Minuten auf Gameplay gelten für euch. Für Streamer müsst ihr die Zeit mindestens verdoppeln. Da ich Zari heiße, müssen wir es verdreifachen. Also starten wir unseren einstündigen Timer und starten in Taleside. Und ja, ich habe den Sport nicht vergessen. Ich drücke mich nur davor. Wir machen den nachher. Miau. Einer von uns. Yippie! Einer von uns. Einer von uns. Und Toki auch mit dabei. Bin auch etwas zu spät für den Hype. Das macht doch nichts. Ein wunderschön, wunderschön. Und Dankeschön für 13 Monate. Das ist jetzt auch schon über ein Jahr. Vielen, vielen Dank dafür. So, dann jetzt. Ein herzliches Willkommen und Start in Taleside. Ich habe schon geguckt, wir können nicht auf Deutsch spielen. Notiz des Entwicklers. Willkommen zum letzten öffentlichen Playtest von Taleside innerhalb des Cafés. Egal, ob du jetzt zum ersten Mal dabei bist oder nach vorherigen Playtests wieder zurückkehrst, es freut mich sehr, dass du hier bist. Diese Version konzentriert sich darauf, die Gameplay-Erfahrungen zu verbessern, mit einigen kleinen Verbesserungen an den Mechaniken, neuen Dekorationen und so ganz allgemeinen Verbesserungen, die auf eurem Feedback und euren Vorschlägen aus vorherigen Versionen basieren. Bitte nimm zur Kenntnis, dass die Playtest-Version nicht gespeichert werden kann. Es können Bugs enthalten sein, unfertige Sachen und sie wurde ausschließlich für Feedback und Bugfixing konstruiert. Sie wird also wahrscheinlich nicht unbedingt die gesamte Spielerfahrung des fertigen Spiels widerspiegeln. Schnapp dir also einen Kaffee, lehn dich zurück. Und lass uns anfangen. Das wird nur ungefähr eine Kaffeepause benötigen. Kuckuliku, Kalöchen, Husatsu, wunderschön, wunderschön dir. Das ist zuckersüß, würde ich sagen. Ein Bug, wo ist der Kammerjäger? Oh, das ist laut. Gerade eben gab es noch keine Musik. Moment. Mal für euch schon mal einen Ticken leiser. Settings. Musik, ein bisschen leiser. Luisa, ein bisschen leiser. Und weiter geht's. Besser. Hier drüben! Dankeschön, ich trinke auch gleich noch was. Allerdings kein Kaffee, ich habe Wasser. Und einmal anständig hinsetzen tun wir auch. Dankeschön. Du bist früher gekommen, als ich erwartet habe. Ich bin gerade mal mit Aufräumen fertig geworden. Hallöchen, Sunny, ein wunderschön, wunderschön. Und Janus natürlich dir auch ein wunderschön, wunderschön. Toffee, wie süß. Ja, Toffee ist sein, ihr Day-Name. Ich bin gerade erst fertig geworden mit Aufräumen. Und ich könnte jetzt echt einen Kaffee gebrauchen.
Das ist dann dein Stichwort. Toffee macht Koffee. Nee, ich glaube, wir sind das untere Wesen und unser Job ist der Kaffee. Ein Stell dich hin. Ich wollte mich noch gar nicht hinstellen. Okay. Dann stellen wir uns jetzt erstmal hin für diese Demo. Tja, Katze, jetzt muss dein Pfötchen da weg. Bin nur ganz kurz da. Okay, gar kein Problem. Also, ich könnte jetzt wirklich einen Kaffee vertragen. Wo wir gerade davon sprechen, warum machen wir uns nicht einfach ein, bevor wir weitermachen? Bereite 2 Espresso zu, wartet. Ich habe das Gefühl, ich werde hier ein bisschen im Weg sitzen. Entschuldigung, sobald ich rausklicke, pausiert leider das Spiel komplett. Ich gehe mal auf die Seite, vielleicht klappt es hier besser oder ich gehe nur bis hierhin. So. Nein, Katze, du hast nichts auf meinem Schreibtisch verloren. Okay, bereite 2 Espresso zu. Ich habe gar keine Ahnung, wie man Espresso zubereitet. Ich habe dir ein kleines Kaffeeset vorbereitet. Ich bin mir sicher, du weißt bereits, wie man das benutzt. Nein, ich habe gar keine Ahnung von Kaffee. Also, man mahlt Kaffeebohnen und dann mixt man die aber nicht pur mit Wasser, sondern das muss durchgefiltert werden. Aber wie, wo, wer, was? Ich habe keine Ahnung von Kaffee, Leute. Ich habe noch nie mal im Leben mehr als einen Schluck Kaffee getrunken. Hallo Nightwolf, wunderschön, wunderschön. Stehen am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Voll nicht, Janus. Kann die Mokka Express bedienen? Ich nicht. Okay, 1. Suche eine kleine Tasse raus. 2. Schnapp dir die Bohnen und pack sie in die Mühle. Grinde 3-mal und klicke, um Mokka zu machen. Achso, ich dachte, ich muss das jetzt drehen. Nur anklicken, okay. Ich hätte es lustiger gefunden, wenn ich es drehen kann. So. Trink Energy ist best. Bei mir ist es halt immer noch Cola, ne? Also im Moment trinke ich Wasser, aber wenn Koffein, dann Cola. Wann Kaffee-Rundfahrt für Zari? Sind das nicht die Dinger, wo man abgezogen wird? Okay, das haben wir gemacht. Braue nun den Kaffee. Und dann nochmal anklicken, um einzugießen. Okay. Das war jetzt okay. Das kriege ich hin. Add to Mokka meint die Brauart von Kaffeekanne. Ah, okay. Bin mal wieder weg. Bis dann, Sunny. Danke fürs Reinschneiden. Ich habe hier noch ein altes Kaffeenotizbuch auf der rechten Seite für dich, damit du verschiedene Arten von Kaffee direkt niederschreiben kannst. Espresso. Kleine Tasse, Säckchen aussuchen, 3-mal grinden und mit einem sogenannten Mokka brauen. Alles klar. Das ist so eine Art Cheater-Sammlung. Nur halt alles rund um Kaffee. Falls dein Hirn mal auch einen kleinen Kaffee braucht. Okay, dankeschön dafür. Dann. Wo kriege ich jetzt den Kaffee her? Achso, ich soll ja 2 machen. Also, zack, zack. 1, 2, 3. Mitnehmen, da reinpacken und eingießen. Und zack. Viel besser. Ach, das tut mir leid, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Toffee und ich werde dir ein bisschen helfen, dich hier einzugewöhnen, da die anderen noch ein bisschen beschäftigt mit ihrer Arbeit sind. Gibt es das Spiel auch als Tee-Version? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann wäre sie mir nicht bekannt. Es gibt Spirit Tea, aber in Spirit Tea geht es nicht um Tee, sondern um ein Badehaus. Aber ich habe auch ganz kurz dran gedacht. Aber keine Sorge, du wirst die anderen noch früh genug kennenlernen.
In der Zwischenzeit würde ich dich gerne näher kennenlernen. Also sag mir, was bringt dich genau hierher? Ich wollte schon immer mein eigenes Café eröffnen. Ich wollte einfach nur einen ruhigen Ort, also einen ruhigen, friedlichen Ort finden. Da ich noch nie davon geträumt habe, ein Café zu eröffnen, nehme ich mal das Rechte. Ich habe da Zubo gehört. Gibt's in Spirity. Okay, ich verstehe schon. Manchmal braucht das Leben ein bisschen extra Wärme und Komfort. Also ein bisschen Schnuckeligkeit. Und eine Tasse Kaffee am richtigen Ort. Das fühlt sich einfach an wie eine warme Umarmung in einer Tasse, nicht wahr? Damit habe ich schon eine ganz gute Vorstellung, wie ich dir den Aufenthalt hier angenehmer gestalten kann. Da wir gerade von angenehmer gestalten und willkommen fühlen sprechen, lass uns mal zu einem Café zurückkehren. Ich glaube, wir könnten es noch ein bisschen schicker machen. Du weißt schon, ein bisschen mehr wie so ein richtiges Café. Wäre es für dich in Ordnung, wenn du für mich einfach noch einen Kaffee zubereitest, während ich ein bisschen was holen gehe? Noch einen Espresso machen. Also, klick, klick. Eins, zwei, drei. Zack. Nein, erst abholen. Zack. Abholen. Fertig. So. Neue Mon... Rippstimme, was da jetzt passiert. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Tisch. Ich habe ein bisschen was aus meinem alten Lager geholt. Es ist jetzt nicht zu stylisch, aber man kann damit arbeiten. Du könntest sie hier einfach mal platzieren und gucken, wie sie sich so machen. Okay, B, um Tische und Stühle zu platzieren. Ein Tisch. Mit einem Stuhl. Sachen wie Stühle kann man auch rotieren. Okay. Wie? Mit R. Sieht fast ein bisschen unverhältnismäßig aus. So. Jetzt fühlt es sich langsam an, als ob wir wirklich in einem Café sind. Ein Tisch, ein Stuhl, ein Pinguin. Ich finde es aber gut, dass Elia auch mal Repräsentation erfährt. Elia? Keine Ahnung, was das ist. Wir brauchen allerdings noch ein paar Verbesserungen. Aber das können wir auch später machen. Namen Shax, ein wunderschön, wunderschön. Miau. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Ferrari. Heute ist irgendwie der Retub-Tag. Dankeschön für 45 Monate und schon wieder auf Stufe 2. Vielen Dank und wuhu. Dankeschön. Das ist Elias netter Cousin. Ach, von Eli. Von Eliawald. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Aber wir haben Elia bald doch schon repräsentiert in Ova Magica. Der hat ein Baby zusammen mit Chad gemacht. Nee, nicht Eli Geller. Uri Geller hieß der. Elia bald haben wir doch in Ova Magica. Den haben wir doch geschenkt bekommen und haben ihn ein Baby mit Chad machen lassen. Das wird er zum Glück niemals erfahren. Heute nochmal wieder nur kurz hier. Ferrari, ich drücke dir die Daumen, dass der Tag heute nicht zu stressig und zu nervig wird und du vielleicht, ich weiß, ich sage das jedes Wochenende und jedes Wochenende wird das wieder nichts, aber ich drücke dir die Daumen, dass du auch ein bisschen Wochenende genießen kannst.
Wie ist denn das nächste Woche? Du kannst jederzeit Ausrufezeichen Schicht eingeben. Sofern ich den Bot nicht völlig verkackt habe, müsste der das dann automatisch ausspucken. Aber nächste Woche müsste eine Spätschicht sein. So, Richie, Hallöchen, der Mutterchen, Mutterchen. Was? Ja, wirklich. Eli hat ein Baby mit Chat gemacht. Genau, nächste Woche ist voraussichtlich Spätschicht. Das heißt, wir machen Dienstag bis Freitag 16 bis 22 Uhr. Und am Wochenende, voraussichtlich, ab 15 Uhr, Satisfactory Suchten mit Fee. Habe ich noch gar nicht im Bot drin. Moin, moin, eure Zartigkeit. Go for it, Mutterchen, Mutterchen. Arbeiten? Ja, es gibt Leute, die arbeiten an Wochenenden. Yes, Satisfactory Suchten mit Fee im Stream, im Koop mit euch. So. Oh, keine Sorge, für den Kaffee, den du mir gemacht hast, werde ich dir natürlich Münzen geben. Rangit has coffee if you have coins. Da das Café aber noch nicht geöffnet hat, lass uns einfach mal so tun, als wäre ich ein Kunde, der einfach dazukommt und noch ein bisschen mehr Kaffee haben will. Ich bin mit 1.0 immer noch nicht weiter. Ich hab's noch nicht mal installiert, Ferrari. Ich hab's noch nicht mal installiert. Breeding Wald. Theo. Er wird es nie erfahren. Niemals. Ich bin für Sonntag auch eingeteilt, aber heute Halsschmerzen. Ich hoffe, bei Halsschmerzen ist es nur so ein Ein-Tage-Ding. Ich drück dir die Daumen. Einen schönen Kakao mit Schlagsahne, bitte. Oh, das wäre jetzt geil. Das würde ich auch einnehmen. Okay, erreiche Level 3. Wir verlassen erstmal den Baumodus und sehen hier oben, es wurde ein Espresso bestellt. Also, eine kleine Tasse, Bohnen, dreimal grinden. Brauen, abholen, fertig. Perfekt. Interagieren E. Achso, ich kann jetzt wirklich nur noch mehr Kaffee machen. Aber wann hört das denn auf? Wie gebe ich den Kaffee denn raus? Kaffee, Kaffee. 1, 2, 3. Abholen, brauen. Zack, Espresso. Ja, du musst in deinem vorherigen Leben Barista gewesen sein. Vollkick. Kicklul. Breeding. Also es geht tatsächlich um Blobzucht. In Ova Magica spielt ihr Harvest Moon, trifft Pokémon, aber alles sind Blobs. Und wir haben einen Blob bekommen, der ein bisschen aussah wie ein Waschbär oder Tanuki. Deswegen haben wir ihn Eliawald genannt und haben ihn mit unserem Starter-Blob-Chat zusammen einen neuen Blob züchten lassen. Also, ich habe ein paar Tage dafür gebraucht, um so einen guten Espresso herstellen zu können. Als ich dem letzten Kaffeebesitzer geholfen habe. Wie schön. Aber müssen wir jetzt einfach nur immer und immer weiter Kaffee herstellen, solange bis wir Level 3 erreicht haben? Okay. Tasse auswählen. Kaffee mitnehmen. Brauen. Fertig. Oh ja, jetzt haben wir 30 EP. Zack, zack. 1, 2, 3. Zack, zack. Und fertig. Neue Kaffeesorte. Macchiato. Okay, okay, das reicht jetzt langsam an Espresso. Ich habe dir jetzt auch ungefähr 6 Tassen Espresso gegeben. Dass Toffee langsam nicht mehr kann, kann ich verstehen. Aber nicht genug Kaffee. Ich habe was Neues für deine Kaffee-Ecke. Ein einfacher Milcherwärmer, den du benutzen kannst, um Macchiato herzustellen. Wir wollen natürlich nicht einfach nur den einen langweiligen Drink Tag ein, Tag aus servieren, nicht wahr? Okay, einen Macchiato. Es ist ziemlich einfach. Mach einfach einen Espresso, so wie immer, und hau am Ende noch ein bisschen erhitzte Milch hinein.
Aber stell trotzdem sicher, dass du das Ganze in der richtigen Reihenfolge machst, ja? Du machst beides, einen Kaffee und ein Macchiato. Also du kannst beides machen. Du kannst jederzeit über die Zettel da oben drüber hovern, um dir nochmal anzeigen zu lassen, was genau der Kunde eigentlich möchte. Das Rezept für den Macchiato findest du in deinem Rezeptbuch. Okay, wenn das einfach nur ganz normal wie immer ist, dann brauchen wir eine Tasse, wir brauchen Bohnen, dreimal grinden, abholen, kochen, reinschütten, Milch, erhitzen und reinschütten und fertig. Kaffee! Mehr Kaffee! Hexendoktor stellt eine große Kanne Kaffee, heißes Wasser für Tee und heißen Kakao mit und ohne Kuhmilch und weiteren Milchersatz in den Chat. Schlagsahne wird auch in die Runde gestellt. Geilo! Bedient euch am besten heißen Kakao mit Sahnehäubchen, kleinen Marshmallows und kleinen Zuckerstreuseln. Beste. Ah, köstlich. Definitiv ein paar Münzen mehr wert als ein regulärer Espresso. Sind ja auch mehr Zutaten drin. Selbst wenn es nur ein bisschen ein Espresso mit ein bisschen Milch ist, es macht so einen Unterschied. Oh, stimmt, deine Münzen. Ja, also, ich müsste noch kurz meinen Goldfisch füttern und dann... Von dem Geld, das du bekommst, kannst du tatsächlich auch neue Dekorationen für dein Café kaufen. Ich würde dir aber empfehlen, ein bisschen was anzusparen, bevor du jetzt alles für Deko-Objekte raushaust. Erreiche Level 4. Okay, wir können noch nicht in den Shop gehen. Dann machen wir erstmal weiter Kaffee. Macchiato. Tasse, Bohnen, grinden. Abholen, kochen. Und zack, Milch aufkochen. Jawohl, wir trinken wieder was. Ihr habt sogar noch ein goldenes Nugget gefunden. Wir werden nach dieser Demo sehr, sehr, sehr viel Sport machen. Aber erst nach dieser Demo. So, ein noch und es wird noch ein Macchiato bestellt. Zack, zack, eins, zwei, drei. Abholen, kochen. Milch schon mal reinschütten, kochen. Und rein da. Und wir bekommen einen neuen Tisch und einen bequemeren Stuhl und einen bequemeren Stuhl. Ja, machen wir alles nach dem Sport. Kein Stress. Nach dem Sport machen wir alles nach der Demo. Nun, zu deinem Inventar. Du findest dort jetzt den Laden. Mit der Zeit und deiner Erfahrung wird er sich auch immer mehr erweitern und neue Objekte besitzen. Also, schau ab und zu mal einfach rein. Hast du bereits darüber nachgedacht, wie du deinen Laden genau dekorieren möchtest? Cute and cozy all the way? Oder ich bin da ganz offen. Cute and cozy klingt super. Schmecken die Nuggies? Was für eine blöde Frage. Selbstverständlich schmecken die Nuggies. Das goldene Nuggi ist theoretisch nur mit Blattgold überzogen, also immer noch zum Verzehr geeignet. Da steckt nur so ein kleiner Zettel drin, auf dem wie so ein Glückskeks, auf dem dann draufsteht, Zari muss Sport machen. Jeri, ein wunderschön, wunderschön, was ist los? Komm hier, einmal hochnehmen und knuddeln. Und guten Huf von der Arbeit, Daisuke. Ja, cute and cozy hätten wir gerne. Verstanden. Dann lasse ich das unseren Schreiner am besten wissen. Er stellt oft neue Möbel und Dekoartikel her. Oh, ich glaube, mein Freund sollte jetzt mittlerweile auch Zeit haben. Sie wird begeistert sein, dich zu treffen. Sie ist diejenige, die mir von dir erzählt hat. Vielleicht haben wir dann auch ein bisschen mehr Deko für dich. Sie ist dann manchmal ein bisschen schlimm, auch wenn sie es nicht zugibt. Keine Möbel von Ikea? Nein, wir machen hier eine gute Selbstgeschusterte. Ich
bin eben weggerutscht, als ich vor der Toilette aufstehen wollte und bin fast hingefallen. Aui. Erstmal ein bisschen sitzen, ein bisschen erholen. Das Café ist doch bestimmt zum goldenen Nuggi. Wir konnten es bisher nicht benennen. Ich lade sie gleich am besten mal ein. Okay, ich mache in der Zeit hier einfach weiter Kaffee, obwohl niemand was bestellt. Geil. Jetzt möchte ich aber dich lieber ein bisschen weiter hier unten haben. Hier sind so die Arbeitsplätze. Und hier oben ist so ein bisschen die Cozy-Ecke. So, dann machen wir mal einfach weiter Kaffee, auch wenn keine Kunden da sind. Wir tun einfach so, als ob. Wir wollen einen Espresso. Das heißt, wir brauchen eine Tasse. Wir müssen die Kaffeebohnen dreimal mahlen. Abholen. Aufblubbern. Abholen. Fertig. Noch ein Espresso. Ja, ich sage aber Espresso, nicht Espresso. Ich weiß. Und aufblubbern. Und abholen. Und fertig. Und jetzt ein Macchiato. Das heißt, dreimal rödeln. Abholen. Aufblubbern. Aufblubbern. Und fertig. Und jetzt wieder ein Espresso. Blub, blub, blub. Abholen. Und abfüllen. Und nochmal ein Macchiato. Eins, zwei, drei. Blub, blub. Einmal, zweimal. Fertig. Und jetzt bekommen wir noch den Latte. Darauf habt ihr alle gewartet, nicht wahr? Der Bot möchte nicht haken. Ich habe meinen alten Bot wegwerfen müssen und ich habe noch nicht alle neuen Befehle wieder drin. Warte, der kommt direkt auf meine To-Do-Liste. Immer schön sofort sagen, wenn ihr merkt, dass einer der Befehle fehlt, dann schreibe ich den auf und mache den nach dem Stream noch rein. Der Bot hat verschlafen, Zari muss wohl nachher wieder wecken. Nee, tatsächlich ist mir mein letzter Bot, der ist komplett abgestürzt. Ich kann nichts mehr bei dem einstellen. Ich kann gar nichts mehr mit dem machen. Deswegen fehlen einfach viele Befehle, weil ich jetzt einen neuen Bot brauchte. Und weil ich den gar nicht mehr abrufen kann, kann ich halt auch nicht mehr gucken, was für Befehle jetzt fehlen. Latte, ist das hier jetzt ein Feeström? Es geht um Kaffee. Latte wie Milch. Mein Command fehlt auch. Moment. Bestimmt fehlen jetzt auch sämtliche XY-Logen-Commands. So. Discord fehlt auch. Toki, ich bin doch gerade schon am Stehen. Dankeschön. Boah, Leute, hier, ihr macht mich heute fertig. Moment. Jetzt wird hier erstmal der Bot getestet. DC fehlt auch. Bitte ganz viel Spaß und ein schönes Wochenende dir auch, Ferrari. Was, Milch im Kaffee? Der ist ja gar nicht mehr schwarz und lecker. Ich glaube, darum geht's. Chill, Katze. Chill. Ihr habt's heute aber auch mit den Nuggies. Das wird nachher eine richtige Sportsession, wenn wir mit der Demo fertig sind. Wir sind zurück. Ich möchte dir gerne Layla vorstellen. Sie ist eine großartige Bäckerin und eine teure Freundin von mir. Und diejenige, die mir überhaupt erst von dir erzählt hat. Wenn sie von mir erzählt hat, wieso kennen wir uns dann nicht? Und noch mehr Nuggies. Ihr habt heute echt Glück mit den Nuggies. Es ist unfassbar, wie viel der Bot heute rausschmeißt. Hilfe! Hi, schön dich kennenzulernen. Ach, ich liebe es, neue Gesichter hier kennenzulernen. Wir bekommen nicht oft neue Freunde, das ist so aufregend. Toffee ist eine der wenigen Freunde, die ich hier habe. Bäcker, ich liebe Gebackenes.
Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Ach, was, ich liebe Gebackenes. Was nicht heißen soll, dass ich dich nur aufgrund deines Hobbys zu backen mag. 3 goldene Nuggies. Der neue Bottas-Sportfan ist so. Oh, weißt du, ich bin spezialisiert darin, sämtliche kleinen Gebäcke herzustellen. Mein Liebling ist der klassische Apfelkuchen. Vielleicht kann ich ja mal einen für dich backen. Aber für jetzt habe ich erstmal was anderes Leckeres für dich. Ich dachte, vielleicht möchtest du deinem Kaffee ein bisschen was Eigenes hinzufügen. So wie wir das mit unseren gebackenen Sachen machen. Stell doch mal einen Latte her. Okay, du brauchst dazu als allererstes eine große Tasse. Dann machst du einen normalen Espresso, fügst heiße Milch hinzu und benutzt das Latte Art Tool, um ein wenig Kunst zu kreieren. Und voilà, ein Latte. Okay, also 1, 2, 3, rein da. Erhitzen. Kaffee rein. Milch rein. Und jetzt, komm, fangen wir mit dem Herz an. Wir fangen mit der Katze an, natürlich. Und jetzt? Okay, das ist irgendwie mega putzig. Wird das sowas von falsch machen? Interessant, dass wir schon über 60% fertig sind. Die sieht ein bisschen aus, als ob sie einen Montag hat. Entschuldigung, da ist ein Montag in meinem Kaffeelatte. Okay, wir sind jetzt schon bei 100%. Lassen wir so nicht auf uns sitzen. Also je länger ich auf einer Stelle bleibe, desto dicker wird's. So. Für mein erstes Latte hat gar nicht so schlecht. Montag im Kaffee ist ja noch schlimmer als Milch. Ja! So, und servieren. Ist er nicht wundervoll? Vielleicht probierst du noch ein bisschen mehr mit ein bisschen verschiedenen Kunstformen rum. Okay, große Tasse. 1, 2, 3, zack. Dann machen wir jetzt natürlich das Herzchen. Das sieht ganz sogar furchtbar aus, Chat. So, jetzt füllen wir hier noch ein bisschen auf. Genau.
Hey, für ein erstes Herzchen gar nicht mal so übel, okay? Ich bessere noch ein bisschen aus. So. Ist gar nicht so kacke, okay? Und einen dritten machen wir noch. Zack, zack, zack. So, dann die Königsdisziplin. Oh, das ist ein bisschen übergelaufen. Füllen erstmal großflächig in der Mitte aus. Und jetzt gehen wir so ein bisschen an den Rand. Die rechten Ecken, die liegen mir nicht so sehr. Bekommen wir auch noch Pflanzen. Ihr könnt mir doch keine Pflanzen geben. Ich liebe Pixelpflanzen, weil die nicht kaputt gehen können. Hallo Jenna, wunderschön, wunderschön. Wow, du bist ja echt schnell. Wo wir schon dabei sind. Ich habe mich hier gerade umgesehen und der Ort könnte schon ein bisschen Grünzeug vertragen, findest du nicht? Zum Glück habe ich ein paar kleine Pflanzen immer mit dabei. Du kannst sie hier überall platzieren, um die Tische zu dekorieren. Okay. Dann bekommt ihr... Blub. Wenn du Pflanzen platzierst oder andere Dekorationen auf den Tischen, dann kannst du sie gemeinsam mit dem Tisch verschieben. Warum kann ich die nicht oben drauf stellen? Moment, bist du ein... Pack mal weg. Du bist ein Stuhl! Das wusste ich natürlich. Bist du dann ein Tisch? Nee, du bist auch ein Stuhl. Das musste ich natürlich, ja? Das musste ich. Hallo Kobay, wunderschön, wunderschön, schön Lurk. Denke daran, alles sorgfältig zu behandeln und nichts fallen zu lassen. Okay, ein Kaktus für mich und ein kleiner Kaktus für die Theke. Mein kleiner grüner Kaktus, der steht auf der Theke. Holleri, holleri, hollero. Ja, da wird das Ganze gleich viel cosier. Ein Café ohne süße Pflanzen, da fehlt einfach was. Übrigens, ich hoffe, Toffee hat dir schon erzählt, dass man Bohnen auch sortieren muss. Nö. Oh, hat er nicht? Um den besten Kaffee herzustellen, ist es wichtig, dass man die Qualität der Bohnen überprüft. Du musst nämlich nur die guten verwenden. Demnächst sollten ein paar kleine Kreaturen zu Besuch kommen. Und wir sollten sicherstellen, dass die keinen Ärger verursachen.
Sie kommen immer wegen des Geruchs des Kaffees, also behandle sie einfach, als wären sie Kunden. Einmal hat jemand einen ganzen Eimer voll Kaffee draußen umgeschüttet. Und wahrscheinlich sind sie seither ein bisschen süchtig. Ich glaube, so einen habe ich schon mal gesehen. Und was sind die genau? Ich glaube, wir haben noch keinen gesehen, außer halt in der, im Trailer. This demo includes roughly 20 minutes of content. Ich habe doch gesagt, als Streamer musst du sowas immer schon mal verdoppeln, weil du hältst an, um mit dem Chat zu reden über Sachen, die gar nichts mit der Demo zu tun haben, um über die Demo zu reden und so weiter und so fort. Das heißt, du hältst einfach viel mehr an und kommst einfach viel langsamer voran, als wenn du einfach stupide die Demo spielen würdest. Und da ich auch noch Zari bin und schwafel bis zum geht nicht mehr, musst du bei mir die dreifache Zeit einrechnen. Ist wie bei Reacts. Oh, sie werden Waldgeister genannt. Waldgeister, so wie die Kleppergeister aus Prinzessin Mononoke. Sie sind ganz harmlose Kreaturen aus den Wäldern. Ja, sie kommen oft vorbei, wenn sie irgendeine Art Verbindung fühlen. Und du wirst sie schon früher oder später bemerken. Also lass uns mal lieber das mit dem Bohnensortieren angehen. Okay. Bohnen sortieren. Mach ich das hier? Okay, ich soll nur die braunen Kaffeebohnen einsammeln. Zack, 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 zack. Das war einfach. 10 Minuten gehen ja schon für Jerikusche drauf. Ist so. Diese Kreaturen und die Bohnen sind mir in letzter Zeit irgendwie komplett entfallen. Wir sollten vielleicht lieber ein paar Extratassen herstellen, bevor sie hier in Scharen reinwandern. Und wahrscheinlich sollte ich mir auch langsam was zu schnabulieren suchen. Ich kann mit leerem Magen einfach nicht denken. Okay, wir sollen Level 7 erreichen. Das heißt, wir sollen jetzt 10 Tassen Kaffee herstellen. Ein Espresso. Kann ich währenddessen schon den nächsten machen? Jawohl. Ein Espresso. So. Dann ein Latte. Hallo? Oh lol, da hätte ich einen großen für gebraucht, ich Trottel. Okay, den machen wir weg. Unfinished Latte. Und wir machen... Warte. Achso, den kann man da einfach ausstellen. Okay, jetzt habe ich das gewählt, jetzt spielen wir das auch. Wieso wird das jetzt auf einmal so breit? Miau. Einer von uns. Einer von uns. Einer von uns. Oh, das ist echt Subtag. Noch eben geschwind den letzten September mitnehmen, oder wie? Flyer, ein wunderschön, wunderschön Dankeschön für ganze 9 Monate. Warte, ich lese gleich. Wir müssen noch eben dieses blobbelige Seifenherz fertig machen. So. Ein passender Platz für meinen Prime. Danke für die unermüdliche Indie-Präsentation, auch wenn ich nur selten da bin. Dankeschön, viel Spaß. Danke für 9 Monate und danke für die super lieben Worte. Immer sehr gerne. Jeden Freitag Indie-Roulette, aber da ich zu verschiedenen Zeiten streame und mal frühs, mal nachmittags, mal nachts, bin ich absolut niemandem böse, der sagt, ja, sorry, geht halt nicht. Es ist halt wild bei mir. Wir sind übrigens wieder auf 99% zurückgefallen. So. Weißt du, Toffee ist auch der Grund, warum wir eine kein Tanzen, während du einen Kaffee in der Hand hast, Regel haben. Okay. Lass es mich so sagen, Kaffee und Toffee,
obwohl die Namen sehr ähnlich klingen, passt das nicht so gut zusammen. Hey, das war doch nur einmal. Ich wollte doch nur ein bisschen Style in unsere Kaffeepausen bringen. Süß ist, die sich hier so nebenbei unterhalten. Kleine Tasse. Und kochen. Und währenddessen den nächsten malen. Und fertig. Und nochmal ein. Aufkochen, währenddessen den nächsten machen. Die nächsten zwei sind wieder Latten. Sonntag ist letzter Tag vom September. Und ich bin dieses Wochenende nicht da. So kann's gehen. So. Also ich sag mal, schön ist was anderes. Aber Übung macht den Meister. Naja, kann man durchgehen lassen für einen Anfänger, okay? Und jetzt bekommen wir sogar noch grüne Sachen mit dazu. Na, dann lass uns doch jetzt mal mit den eigentlichen Bestellungen anfangen. Ich kann ihre kleinen Schritte schon hören. Vergiss nicht, der Bestellliste oben zu folgen. Sodass sie auch alle bekommen, was sie wollen. Und hier keinen Aufstand machen. Oh Gott, sind die süß da hinten. Warte, ihr seht die noch gar nicht, weil ich voll davor sitze. Guck mal, wie süß die sind. Ich weiß, es ist eine Verlockung, aber versuch nicht, die Tür zu verbarrikadieren mit Dekoartikeln. Außer du möchtest keine Bestellungen mehr annehmen. Dieser Satz, das finde ich super witzig, dieser Satz ist tatsächlich in dieser Demo enthalten, weil im letzten Playtest jemand als Feedback geschrieben hat, es war absolut hervorragend, ich konnte die Tür mit Dekoartikeln verbarrikadieren und sie haben endlos bestellt. Schön! Ich finde das schön, wenn Feedback von Leuten auch dann auf die Art und Weise nicht nur ernst genommen wird, sondern sogar noch so im Spaß drauf eingegangen wird. Okay, Level 8, indem wir Kreaturen bedienen. Aber woher weiß ich denn jetzt, wen ich wann bediene? Also ich gehe jetzt einfach von hier oben. Wir wollen einen Espresso. Machen in der Zeit schon mal den nächsten. Fertig. Dann wollen wir als nächstes Espresso, Espresso, Espresso. Okay. Oh, erst wieder Bohnen sortieren. Es wäre schön, wenn Sie außerdem lernen würden, Ihre Tassen wieder zurückzustellen, wo sie hingehören. Vergiss nicht, ab und zu mal auch aufzuräumen. Wenn hier zu viel Müll rumsteht, werden keine neuen Kunden mehr kommen. Okay. Und einer noch. Zack, zack, zack. Falsche Bestellung? Hey, der wollte doch einen. Jetzt muss ich denen auch noch die Tassen hinterherräumen.
Ich bin ja gleich da. Ich bin ja gleich da. So. Jetzt wollen die auch noch einen Latte haben. Zack. 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 Okay. Blümchen-Time it is. Mit ein bisschen guten Willen erkennt man das, Chat. Ihr müsst auch ein bisschen das sehen wollen. Das ist keine Biene oder so. Das ist keine Wespe mit 4 Flügeln. Das ist eine Blume, okay? Pixel without friends und Begrenzungen. Schön. So. Latte fertig. Espresso als nächstes. Zack, zack, zack. Rein da kochen. 1, 2, 3. Kleine Tasse. Hier Espresso fertig. Als nächstes noch ein Espresso. 1, 2, 3. Fertig. 1, 2, 3. Noch ein Espresso. Zack, fertig. Nein. Große Tasse. Rein, Milch aufkochen. Rein da. Und den Mond hatten wir noch nicht. Seht ihr, man muss sich einfach nur schön langsam bewegen und die Milch die Arbeit machen lassen. So. Und damit haben wir Tafeln bekommen. Sehr schön. Oh, sieht aus, als hättest du ein Päckchen vor der Tür. Ich glaube, ich weiß, von wem das sein könnte. Muss zu einem Termin, entweder bis nachher oder bis nächste Woche. Bist du ein Hexendoktor und viel Erfolg bei dem Termin. Der Kunde ist bestimmt ein Sachse, der bekommt Blümchenkaffee. Okay. Ich hätte es doch etwas spannender gefunden, wenn sie die richtige Methode implementiert hätten. Also man gießt an einer bestimmten Stelle und muss dann mit einem Stäbchen ziehen. Das hätte ich auch sehr cool gefunden, aber war vielleicht programmiertechnisch für den Entwickler nicht drin. Ich habe es jetzt nicht genau nachgeprüft, aber ich glaube, dass das nur von einer Person entwickelt wird. Öffne das Paket an der Haustür. Erst räumen wir die ganzen Tassen weg. Das geht ja so nicht. Wozu habe ich euch eigentlich Tische und Stühle hingestellt, wenn ihr dann die Tassen doch kreuz und quer hier überall verteilt? Interagieren. Es tut mir leid, dass ich nicht in der Lage bin, dich persönlich zu grüßen. Ich hoffe, dass dieses Paket dich mit nützlichen Sachen, dir nützlich sein wird. Ich freue mich schon darauf, dich irgendwann richtig zu treffen. Grüße, Iro. Okay. Akzeptiert. Also, ich persönlich vertraue ja den Paketen von Iro nicht besonders. Er trollt manchmal ein bisschen, also lass dich nicht von ihm reinlegen, ja? Aber es sieht aus, als wärst du dieses Mal sicher. Ja, du kannst einfach weiterarbeiten und wir erzählen dir in der Zeit ein bisschen was über Iro. Okay. Neue Theke? Ich finde die tatsächlich hübscher, sorry.
Kaffee. Kaffee des Tages. Und wenn man reinkommt, hier auch gleich. Hier bestellen Sie unseren geilen Kaffee. So, guten Morgen, Morgata. Wunderschön, wunderschön. Und Audrey, auch dir ein wunderschön, wunderschön. Sorry, hattest du meine Kofi-Nachricht gelesen? Nicht, dass du unnötigerweise was abschickst. Nee, bisher noch nicht. Aber aus dem, was du jetzt sagst, kann ich mir den Kontext erschließen. Und wenn das so ist, dann freut's mich. So, Leute, wir wollen noch einen weiteren Espresso. Jetzt spielen wir doch eine Stunde. Das heißt, ich stehe jetzt auch schon fast eine Stunde, ne? So, dann ein Macchiato. Kommt in die kleine Tasse. Zack, zack. Dann brauchen wir eine große Tasse. Also, weißt du, Iro ist eigentlich schon seit immer hier. Und er erzählt auch immer so gerne von den alten Tagen. Ah, also so wie ich. Hallo Anni, auch dir ein wunderschön, wunderschön. Und sorry, wenn ich euch ab und zu mal übersehe. Es tut mir leid, es ist nie böse Absicht. Einer seiner Lieblingsstories ist wahrscheinlich damals, als er eine falsche Schlange in mein Boot gesteckt hat. Ich bin fast aus der Haut gefahren. Ja, Toffee kann man so einfach reinlegen. Aber obwohl Iro manchmal ein bisschen trollt, hat er trotzdem ein Herz aus Gold. Und irgendwie weiß er immer genau, was die Leute gerade brauchen. Kein Wunder, dass er unser Anführer ist. Oh, das am Ende hatte Toffee gesagt. Upsi. Zack, zack. Und jetzt machen wir nochmal. Komm, wir machen jetzt nochmal das Herz. Wir sind ja jetzt besser geworden. So. Sieht schon fast besser aus. Hello, Knöter. Ist ein wunderschön, wunderschön dir. Wir servieren gerade Kaffee. Möchtest du auch einen? Erst wieder neue Bohnen. Wir machen dir sogar eine Katze. Wir sind jetzt nämlich Latte Art Profis und können hier jetzt zuckersüße Katzen reinzaubern. Passt. Ja, guck mal, 100% sind erreicht, das zählt. So, und eine Latte für Anni. Da rein, aufkochen, Milch aufkochen, große Tasse, rein da, rein da. Und du bekommst ein Herzchen. So. Wobei es für dich natürlich auch geil gewesen wäre, dir einen Mond zu geben von Wolf her und so. So ganz habe ich die Shit-Mechanik noch nicht verstanden. Warum die Dinger manchmal so riesengroß werden und manchmal so gar nicht. Vielleicht mache ich aber auch was grundlegend falsch. Es gab ja keine Erklärung.
Wieso muss ich denn dieses Mal so unfassbar passgenau sein? Für die 100%. Bisher hat es doch gereicht, wenn ich ungefähr die Hälfte ausgemalt habe. Ja, ich trinke auch gleich nochmal was. Dankeschön. So. Und ein weiterer Latte muss noch raus. Ich muss auch erstmal weg. Bis dann, Mucki. Ja, wunderschön, wunderschön. Hatte ich nicht gerade eben Bohnen gemahlen? Doch. Ich habe die schon rübergebracht, ohne es zu merken. Einmal, zweimal. Dann machen wir noch einen Mond. Das Spiel wird langsam pingelig. Isumidia und ein wunderschön, wunderschön dir. Ah, guck mal. Oh mein Gott. Je besser wir das machen, desto mehr Bonus kriegen wir. Zählige. Ihr habt schon wieder Sport getroffen, Knöters. Die To-Do-Liste ist schon endlos. Also wir werden nach dieser Demo werden wir erstmal 20 Minuten nur Sport machen gefühlt. Ich habe mich gerade so sehr über die Idee gefreut, weil ich vorgeschlagen, also ich habe so was Ähnliches vorgeschlagen, dass wenn man eine, es war zwischendurch die Frage von dem Entwickler, ob es sinnvoll wäre, das Ganze auf Zeit zu machen oder ob man es lieber cozy machen soll, sodass man alle Zeit der Welt hat, die Gäste zu bedienen. Und ich habe gesagt, wie wäre es, wenn du ein Bonus-Trinkgeld bekommst, wenn du besonders schnell arbeitest. Das macht diejenigen nicht traurig, die in ihrer Geschwindigkeit arbeiten wollen, aber belohnt diejenigen, die es gerne kompetitiv haben wollen. Und jetzt gibt's eine Belohnung, aber für Latte Art. I like. Weiß nicht, ob das jetzt mein Input war oder was anderes, aber ist ja auch egal. Tasse noch hinstellen wäre im Plan. Und wir können nun Pflanzen auf den Boden stellen. Ich hoffe, du wirst noch viel mehr Pflanzen hier aufstellen. Es gibt nie genug. Es gibt nie genug Pflanzen für dich. Ja, aber sie sind auch so toll. Okay. Level 10 ist jetzt der Ende des Spieltests. Das heißt, unsere Zeit ist allerdings schon rum. Wir müssen jetzt noch 21 Tassen Kaffee machen. Aber ich glaube, das Grundprinzip habt ihr soweit verstanden. Das heißt, ich sammle jetzt noch einmal die Tassen ein. Und dann, seht ihr ja oben links, dann war's das mit der Demo. Die Challenge mit der Zeit kann man immer noch als zuschaltbaren Bonus einbauen oder später als spezieller Speedrun-Modus. Genau so. Aber so die Grundidee würde ich tatsächlich auch eher cozy halten. Also meine Süßen, das war's mit dem super cozy Game Tailside. Falls auch ihr jetzt Bock habt, euer eigenes Café zu eröffnen und mit immer wieder denselben Handgriffen zuckersüße kleine Waldgeister glücklich zu machen, das klang völlig falsch, mit fantastischem Kaffee glücklich zu machen, dann schnappt euch, solange noch verfügbar, den Playtest von Tailside oder packt euch das Spiel auf die Wunschliste, sodass ihr benachrichtigt werdet, sobald das Spiel rauskommt. Das war's von mir. Ich bin Zai. Bye-bye.